Willkommen zurück zu Minecraft. Jetzt in Folge 51 nach dem Special habe ich den Game Mode wieder umgeschaltet. Ich kann jetzt nicht mehr fliegen, wie man sieht. Habe auch unten das Level wieder stehen, daran sieht man es eigentlich am ehesten. Ups, stehe hier direkt an der Lava, ist auch nicht ganz ungefährlich. Inventar sieht man, sieht aus wie eben. Ich habe noch meine 4 Diamanten in der Tasche gehabt die ganze Zeit, habe ich eben gar nicht gesehen. Und ich werde jetzt wieder ganz normal weiterspielen, würde ich sagen. Ich hau jetzt nämlich mal hier den Redstone aus dem Boden. Nimm den noch mit. Dann gucke ich mal, warum hier Lava ist. Das gefällt mir gerade irgendwie nicht. Ach so, stimmt. Ich war ja hier einfach dran, die Erde rauszuholen aus der Wand, ne? Weil ich gucken wollte, ob hier vielleicht auch noch mehr Diamanten zu finden sind. Allerdings würde ich ganz gerne hier das Lava-Krempelchen mal zubauen. Weil mir das doch etwas zu gefährlich erscheint. So, super. Dann nehmen wir hier mal. Warte, ist es zu dunkel für euch, richtig? Und auch für Creeper Spawn ist das zu gefährlich. Ach, guck mal, da ist noch mehr Redstone, noch mehr Redstone. Leider keine Diamanten, aber immerhin Redstone, auch wenn wir die nicht wirklich brauchen. Dann versuche ich mich mal hier den Kram noch mitzunehmen. Zack, zack. Super. Wir kamen ursprünglich von hier? Ich bin mir nicht sicher. Ah, okay. Doch, stimmt. Ich wollte hier noch drumrum. Dann ist nämlich gleich die nächste Spitzhacke wieder durch. Und vielleicht finden wir hier ja doch noch irgendwas Sinnvolles. Ja, ich weiß, das hatten wir schon mal im letzten, in der vorletzten Aufnahme, in der letzten Aufnahme, in der vorletzten Folge. Und zwar, dass ich die hier natürlich in die Lava klatsche und die verbrennen und die Spitzhacke eigentlich unnötig verbraucht wird, aber ich will halt einfach sehen, was da drüben ist. Ne, siehst du, da ist nämlich schon wieder irgendwas. Ich hoffe, das hängt nicht über der Lava. Doch, hängt es natürlich. Da muss ich nämlich was einfallen, dass glaube ich da irgendwie dran komme. Dieser Lavasee scheint echt groß zu. Ah, ne, es hängt nicht über der Lava. Da ist nämlich doch Zugang. Okay, perfekt. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo das Ende des Lavasees vielleicht mal finden. Ja, wunderbar, da ist es schon. Dass wir da auch rüberkommen, um uns das Zeug zu holen. Ich will nicht reinfallen, danke sehr. Ich habe zwar Shift gedrückt, aber ich vertraue dem Ganzen nicht. Meine Tastatur hat mittlerweile doch etwas zu sehr gelitten, dass die Tasten nicht immer funktionieren. Ich habe momentan nämlich auch das Problem mit Steuerung C, Steuerung V. Die Steuerungstaste mag manchmal nicht so richtig. So, dann haben wir hier nämlich das Eisen mitgenommen. Zack, ich schleiche wieder, weil ich Angst habe. Ich habe 4 Diamanten in der Tasche. Ich darf nicht in die Lava fallen, sonst wäre das echt übel. Ah ja, okay, dann sind wir nämlich jetzt einmal rum. Ich habe keinen Platz mehr für die Erde. Doch, warum habe ich die nicht mitgenommen? Warum habe ich die Erde da liegen lassen? Das stimmt was nicht. Zack. Zack. Warte mal, ich habe hier noch Erde gefunden. Achso, ne, das war nur so. Okay, dann gehen wir mal zurück, von wo wir gekommen sind. Jetzt waren wir natürlich auf der anderen Seite wieder. Wow, oder war das von hier? Ne, hier habe ich nur irgendwas rausgerupft, wahrscheinlich Kies. Kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern. Ist wahrscheinlich schon wieder ein paar Tage her. Hier geht's runter, oder? Ja, perfekt. Achso, wir sind hier auf die Lava gestoßen. Wir sind da auf Lava gestoßen. Ach so, das ist die Erweiterung des Beckens, ne? Das Becken von da. Kann man das nicht irgendwie zubauen? Ich möchte da gern vorbei. Oha, wie tief ist denn die Lava? Komm, ich mach das jetzt einfach so. Gehe mal das böse Spielchen ein. Den Kies zu verschwenden. Wobei so wirklich verschwendet ist es ja nicht. Ein Teil kriegen wir ja wieder. Dann werde ich mich hier. Scheiße. So war es nicht gedacht, Freunde. So war es nicht gedacht, Freunde. Jetzt muss ich das aber so machen. Dann kann ich nämlich von der Seite. Zack. Ach, kann ich nicht. Verdammt. Ja. Keine Ahnung, wie ich das jetzt handhaben soll. Puh, ich komme da so nicht durch, oder? Ich könnte ja versuchen, mich dran vorbeizubuddeln. Eins, zwei, drei. Vier.
So, da muss nämlich dann Schotter hin. Den nehmen wir weg. Fuck. Fuck. Geht das so? Verdammt, wie kriege ich denn das jetzt hin? Ich bin mir da nicht so ganz schlüssig, wie ich das jetzt hinkriegen soll. Nein. So vielleicht? Ah, so kriege ich das hin. Schau mal. Man muss ja nur ganz doof sein. Ja, du mich auch. Komm, verschwinde da. Danke. Es ist gerade etwas mühselig, tut mir sehr leid, aber anders geht's nicht, sonst komme ich hier nämlich nicht vorbei. Ach, scheiße. Gut, in der Hinsicht war das mit dem... war das nicht so ganz so schlau, was ich da mit dem Kies gemacht habe. Oh Gott, da ist ein bisschen mehr, als ich dachte. Gucken wir mal, ob wir hier gerade drankommen. Das ist gar nicht so leicht. Scheiße. Ah, was geht? Man kommt irgendwie dran. Komme ich jetzt hier unten auch weiter? Nein, ich brenne. Verdammt. Naja, zum Glück brennt man nicht so lange, dass ich jetzt sterben würde. Ich bin da doch relativ entspannt gewesen gerade. Hat man nicht gemerkt, ne? Ach, fick. Scheiße. Jetzt bin ich nicht mehr so entspannt, weil es jetzt kritisch wird. 3, 2, 1. Hör auf zu brennen! Hör auf zu brennen! Okay, ich sollte mich jetzt von der Lava fernhalten. Wow. Von der auch. Ich glaube, ich gehe mal einfach sicherheitshalber nach hinten und bring die Diamanten weg. Ich bin hier nämlich schon mal... Warum frisst der nicht? Warum reckt der so langsam? Ich bin nämlich hier, glaube ich, schon mal irgendwie um die Lava rumgelaufen, ne? Da sollte ich mir vielleicht auch mal was hinbauen, dass ich da nicht reinfallen kann. So, einfach mal absichern. Kann nicht schaden. Warum ist das denn hier so dunkel? Weil ich hier die Fackeln nicht richtig gesetzt habe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, okay. Dann ab nach Hause und schon wieder. Also ist es wirklich so, wenn ich regge, brauche ich mehr Lebensmittel als ohne? Scheint so, ne? Ist mir jetzt mal wieder aufgefallen. Ach, guck mal, wir haben ja sogar noch 4. Oh Gott, Redstone, Redstone, Redstone. Können wir uns echt totschmeißen mit. So viel, dass wir schon wieder ein Stack hier voll haben. Pack ich mal. Hatten wir nicht auch Eisen? 30 Eisen, 8 Gold. Kies, Kies, Kies. Den Schwachsinn hatten wir da auch. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und dann kann man hier mal die Dingenstacks reinpacken. Ich würde fast behaupten, das schmeißen wir mal so zusammen. Dann können wir hier nämlich noch Erde reinpacken. Könnte ich eigentlich nochmal eine weitere Kiste hier gebrauchen, ne? Ja. Habe ich Holz? Naja, sehr viel. Block. Ja,
pack sie wenigstens da rein, dass ich sie auch setzen kann. Nü, 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 nü. Bum, bum. Dann würde ich einfach behaupten, schmeiß mal den Schrott da mal rüber. Dann haben wir das hier ein bisschen ordentlicher. Zack. Bum, 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 bum. Sortieren wir das einmal durch. Zack. Und zack. Wobei, das tun wir dahin. Dann kann der Kies nämlich darüber. Dann haben wir hier nämlich das ganze Erz und da drüben das wertvollere Zeug. Naja gut, das ist jetzt nicht wertvoll. Aber so. Dann können wir nämlich den Redstone nachher da unten weiterführen. Na gut, machen wir das doch so. Kies, 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 angebrochener Kies. Erde. Ach komm, irgendwie ist das doof so. Ich bin da so unschlüssig irgendwie. Tut mir leid. Und hier haben wir wieder Gold fertig. Dann können wir das nämlich auch hier reinlegen. Guck mal, 32 Gold. Ich würde fast behaupten, ich gehe mit den Diamanten mal nach oben, wa? Zack. 6 Diamanten, kann man 2 Spitzhacken bauen. Ich versuche mich mal nach oben zu rennen. Wirklich rennen. Wobei, stopp. Ich habe Platz im Inventar. Was nehmen wir mit? Natürlich. Den Kies. Toll, dass du den da in die Kiste gepackt hast, du Idiot. Sehe ich auch so. Danke. Ich sollte aber auch den richtigen Weg nehmen, ne? Und Tür zu machen. So, wie gesagt, wir rennen jetzt hier die Treppen hoch. Ganz schnell, ganz schnell. Wir wollen nach Hause. Den Kies in die Kiste schmeißen und. Ja, ich weiß, die Kohle hätte ich auch mitnehmen können. Jetzt nicht. Egal, später. Wird es dunkel? Ist es dunkel? Haben wir dunkel? Keine Ahnung. Warum stehen hier die Türen offen? Ich höre Zombie-Gebrülle, das macht mir Angst. Hallo? Hallo? Jemand hier? Hallo? Nee? Okay. Dann brauche ich Weizen. Ach ja, richtig. Ich brauche auch. Ups. Ich höre immer noch Zombies. Zack, 2 Spitzhacken. Wo? Gott sei Dank draußen. Werkzeug. Spitzhacke. Eine behalte ich im Inventar. Kies. Mann, Kies dahin. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Wieso habe ich die Stickies so blöd verteilt? So, wir wollten hier nochmal gucken, ne? Spitzhacke. Effizienz, Haltbarkeit, Effizienz. Irgendwie kriege ich immer nur das Gleiche. Der Renderer ist fertig. Wunderbar. Hatte ich hier was eingeschmolzen? Nein. Ich hatte Dings mit und wollte mal. Nee, Karotten brauche ich noch. Stopp. Karotten. Tada. Geht zu. Ach, guck mal, ich habe ja auch hier den kurzen Weg aufs Feld. Aber zumachen, weil. Schweinchen, Schweinchen, wo anderes Schweinchen? Schweinchen. Ich hatte 4 Schweinchen. Ach, die anderen beiden sind da hinten. Na super. Schweinchen und Schweinchen. Eine Kuh, 2 Kuh. 3 Kuh, 4 Kuh. 5 Kuh. 6 Kuh. So, Schäfchen bräuchte ich noch, wa? Wunderbar, dann kann ich mich hier bald auch mal, nehme ich die EP mal alle mit. Zack. Warte mal, hier ist schon wieder. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das mit den Blöcken, das ist echt schade, dass die hier immer mal wieder. Wenn man noch zu blöd ist, sie richtig zu setzen, dass die mal wieder verschwinden. Wobei es anscheinend wirklich nur Stein, Erde und sowas ist und Holz. Dass sie keine Blöcke, die man selbst gesetzt hat, also gecraftet hat, wie zum Beispiel Holz oder Zäune oder sowas. Ach, guck mal hier, das ist auch ganz wichtig. Da können wir wieder wunderbar ernten. Können wir hier auch schon wieder ernten? Ich hätte mir die Hoe mitnehmen sollen, ne? Tun wir erstmal das wieder auf Seite.
Oh, da war was. Das habe ich übersehen. Wobei Karotten kommen ja eh in die. Naja. Ne? So. Pock. Kartoffeln. Zack. Dann können wir nämlich vielleicht echt bald mal einen Stack Ofenkartoffeln backen, wenn wir sie noch haben. So, jetzt noch das Getreide. Wie, keine Seeds? Jetzt habe ich Seeds zu wenig. Naja. Dafür werde ich hier genug rauskriegen. So richtig gewachsen ist das Feld ja noch nicht, aber das, was da ist, kann man ja nehmen, ne? Kann ja auch schon mal wieder nachwachsen. Wenn wir dann doch länger unterwegs sind, dann haben wir da nicht verschwendete Zeit, weil das ja hier schon sozusagen am Vergammeln ist. Dann kann das nämlich auch schon wieder nachwachsen. Geht alles wesentlich schneller dann. So, ist nicht viel, aber reicht. Axt habe ich jetzt keine dabei. Ich lasse auch die Kürbisse Kürbisse sein, weil keine Ahnung, wofür die gut sind. Ach, guck mal hier. Ja, das gefällt mir. Wenn da schon mal ein Schaf direkt vor der Tür rumrennt. Komm her. Schäfchen. Hallo? Schäfchen. Guck mal hier. Ich habe hier lecker Futter. Schäfchen. Schafe stehen doch auf Getreide, oder nicht? Komm. Jetzt hat es geschnallt. Oh, der hat Getreide für mich. Der hat Getreide für mich. Zack, komm, hier. Komm rein. Super. Tür zu. Und das zweite Schaf, wo ist es? Auszeit. Das war mein Schaf. Nee, da ist das andere. Schaf, hier. Ihr zwei, komm mal her. Da, ihr zwei. Ja, wunderbar. Klingklong, Mini-Schaf. Super. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Hühnchen, ne? Ja, direkt erstmal fressen, ne, du kleines, verfressenes Schäfchen. Ich muss die mal da aus der Ecke rauslocken. Komm mal hierher. Komm. Du Kuh. 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 Hallo? Ah, naja. Könnt ihr schon wieder? Nee. Hallo Kuh. Hallo Kuh. Guck mal her, weg vom Zaun. Super. Dann kann ich mich hier wieder ungehindert raus. Und dann kann ich hier vorne. Ach, wunderbar. Ich muss eigentlich echt Kühe töten. Ich will sie nicht töten. Ich will erstmal ein paar züchten, dass ich genug habe. Das ist eigentlich doof. Eigentlich muss ich hier echt töten. Das will ich aber nicht. Muss mal ein Brot fressen. Dann kann ich die Seeds wieder da unten reinschmeißen, weil hier ja auch schon wieder Getreide gewachsen ist. Zack. Das ist ja auch wieder ein bisschen was. Lohnt sich schon. Ja, wunderbar. Also ich sag mal, von Schilf haben wir, glaube ich, genug, wenn wir Leder hätten. Wie viele Kühe habe ich denn jetzt? Ach, ich wollte gerade fliegen. Hahaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, von hier komme ich natürlich nicht rein. Das ist auch schlau. Weil doch komme ich. Nerv. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Kühe? 9 Kühe? 8 Kühe sind zum Züchten. Oh, nicht mal Leder gedroppt, Scheißvieh. Schade, naja. Dafür ein Steak und ein bisschen EP. Kartoffeln, Möhren. Boah, Zuckerrohr. Warum heißt das eigentlich Zuckerrohr? Das ist doch Schilf. Rohes Fleisch. Das ist das Einzige, was ich habe. Ach, das andere war gekocht, ne? Ich habe noch ein Buch. Da hilft mir aber viel. Das hilft mir aber viel. Zuckerrohr. Habe ich schon ganz einen Stack voll. Boah. Also vom Zuckerrohr habe ich kein Problem. Ich habe echt das Problem mit dem scheiß Leder. Das ist so doof, dass sie das geändert haben damals. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Ach so, ich wollte noch ein paar Brote backen, ne?
13 ist so eine blöde Zahl, machen wir 14 draus. Okay, die Zahl habe ich dann wieder, wenn ich eins esse, aber egal. Kriegen wir hier Hühnchen her? Ich hatte doch irgendwo Hühnchen gesehen. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Wo waren die Hühnchen? Waren die hier oben? Ist das schon eine ganze Ecke, wo ich die lang ziehen muss, ne? Ich habe natürlich schlauerweise das Getreide weggelegt. Sonst hätte ich nämlich, wenn ich irgendwo Kühe finde, wieder vorne hätte ich die kopulieren lassen können. Sag mal schnell. Nachwuchs erzeugen lassen können. Und dann schlachten. Zumindest eine. So, dass ich immer zwei habe, dass ich immer Nachwuchs. Naja, müssen wir in der nächsten Folge nochmal gucken, dass wir da irgendwie nochmal an Hühnchen und Kühe drankommen. Damit wir da doch mal an Leder kommen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, da ist auch schon, ach, da ist nochmal Getreide gewachsen, das kann ich ja dann nehmen. Gehe ich hier mal in mein Haus und mache für diese Folge aus. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.